Jo, hallo YouTube. Wie versprochen mache ich hier ein Video über die Julia Schramm. Die ist eine Feministin aus der Piratenpartei. Möglicherweise einer der Gründe, warum die Piratenpartei nicht mehr so richtig irgendwie zieht. Ich steige einfach direkt ein. Die Antwort, die sie hier gibt auf die erste Frage, ist schon ziemlich unkonkret. Die Frage war ungefähr, wo sie denn noch Bedarf sieht, irgendwie für in puncto, oder ja, wo sie noch Bedarf sieht, dass der Feminismus eben was Gutes zu bewirken könnte. Und das ist erstmal ihre Antwort. Ja, also auf einer formalen Ebene hat man natürlich mittlerweile eine Gleichberechtigung oder eine Gleichstellung. Aber es geht ja um mehr als nur um das Recht, wählen zu dürfen. Ja, ich meine, das Recht, wählen zu dürfen, ist ja auch schon 40 Jahre alt oder was, oder 30, beziehungsweise das haben die Frauen ja vor 30 Jahren sich geholt, erkämpft, bekommen, wie auch immer. Natürlich geht es darum nicht mehr, aber sag doch mal, um was es geht. Machtstrukturen, die sich eben nicht mit Gesetzen so leicht aufbrechen lassen. Also sie meint eben eine gläserne Decke oder so, aber das ist ja, dafür gibt es ja keine Nachweise, ne? Gute Frauen setzen sich auch durch, beziehungsweise haben das eigentlich schon immer gemacht. An denen wir arbeiten müssen. Also Machtstrukturen, böse, böse Machtstrukturen. Habe ich jetzt nicht verstanden, wo die Machtstrukturen sind, weil das erklärt sie ja nicht vernünftig. Aber es geht um Machtstrukturen. Und möglicherweise, also es ist ja davon auszugehen, dass sie sowas meint wie männerbesetzte Vorstände und so weiter. Möglicherweise lassen die Mütter ihren Töchtern aber auch einfach nicht genug Zeit, die emanzipatorisch kämpfenden Mütter ihren Töchtern, die in der ersten Generation sich frei strampeln oder schwimmen müssen, da sozusagen jetzt schon abzuverlangen, die Vorstände und Aufsichtsräte paritätisch besetzen zu können, ist vielleicht ein bisschen viel und finde ich auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Und man sieht, welchen Druck das ausübt an der Frau Schramm hier. Und da muss man natürlich, also auf der politischen Ebene gibt es natürlich eine ganze Menge in Bezug auf Betreuungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass wir eine Geschlechterquote brauchen. Am besten alles durch. Wenn wir jetzt mal... Ja, das habe ich nicht verstanden. Also eine Geschlechterquote, am besten alles durch. Was heißt das denn? Natürlich über die Führungspositionen dann hinunter bis zur Müllabfuhr oder was meinst du jetzt konkret damit? Aber sie fragt auch nicht nach, die Moderatorin ist auch vielleicht nicht so wichtig, weil unkonkret lebt sich vielleicht einfacher. Eine junge Frau nehmen, sagen wir mal 16 Jahre alt, in 10 Jahren. Was würdest du dir wünschen, welcher Gleichberechtigungspunkt müsste bis dahin abgefrühstückt sein? Ich würde mir wünschen, dass sie das machen kann, was sie machen möchte und ohne da finanzielle Einbußen zu haben, ohne Angst vor Altersarmut haben zu müssen, sich frei entscheiden zu können, ob sie Kinder haben möchte oder nicht, und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, das würde ich mir eigentlich wünschen. Ja, das wünschen sich doch alle für sich, oder? Das wünschen wir uns doch alle für uns. Also, was ist das für ein Unsinn? Und vor allem, was hat das mit Frau oder Mann sein zu tun, wenn man sich wünscht, dass man ein unbeschwertes Leben führt? Das kommt aber nicht von alleine, Leute, oder? Frau Schramm, das kommt nicht von alleine. Was würdest du dir wünschen, welcher Gleichberechtigungspunkt müsste bis dahin abgefrühstückt? Also sie fragt nach einem Punkt, was jetzt besser sein müsste, welcher abgefrühstückt sein müsste, worüber man dann, weiß ich nicht, in 10 Jahren nicht mehr reden soll. Wünschen, dass, und sie antwortet mit das machen kann, was sie machen. Mit so einem Rundumschlag mit so allgemeinen Plätzen. Möchte. Und, ja, jeder möchte das machen können, was er machen möchte. So. Ohne finanzielle Einbußen zu haben. Ja, wir haben alle Angst vor Altersarmut. Zu müssen, sich frei entscheiden zu können, ob sie Kinder haben möchte oder nicht. Ja, die Entscheidung hätte ich auch mal gerne gehabt, die freie Entscheidung. Ich bin zwar mal gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ein Kind zu machen mit der einen Dame, einer Frau. Aber sie ist mehr davon ausgegangen, dass ich weiß nicht, dass ich da eh nichts mit zu tun haben wollte oder so. Und das fand ich schon so banal, die Vorstellung. Da habe ich gesagt, nee, lass mal. Ja, also das ist ein Punkt und sie redet jetzt von Rahmenbedingungen und Lebensentwürfen und so weiter. Schon mal ganz schön Banane.
allergisch auf Feminismus oder darauf, wenn man sagt, ich setze mich aktiv für Frauen ein? Reagieren gar nicht allergisch, kenne ich nicht. Die meisten verdrehen höchstens ein bisschen die Augen, aber allergisch reagieren ist doch ein bisschen was anderes. Also, das habe ich selten erlebt bisher. Weiß ich ja nicht, wo sie sich rumtreibt, aber. Ich glaube, dass Männern auf ganz vielen Ebenen Angst macht. Ja, natürlich, Angst. Was sonst? Was sollen wir sonst haben außer Angst? Wir könnten es auch einfach doof finden, aber es muss natürlich Angst sein, ist klar. Männer ja auch sozialisiert werden, dass sie Macht über Frauen ausüben können. Dass sie Bullshit. Eine gewisse auch Berechtigung haben, zum Beispiel Frauen anzufassen. Bullshit. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich hätte die Berechtigung, Frauen anzufassen. Frauen haben immer nur das Gefühl, sie hätten die Berechtigung, mich anzufassen. Und das habe ich schon verdammt häufig erlebt. Das ist der totale Bullshit, ehrlich. Dass sie Macht über Frauen ausüben können. Dass sie ich will überhaupt keine Macht haben. Eine gewisse auch Berechtigung haben, zum Beispiel Frauen anzufassen. Und auch eine gewisse Berechtigung auf Sexualität. Und wenn Frauen jetzt sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, ich wehre mich, ist das was, glaube ich, ganz tief greift. Und Männer, die sich dann auch vielleicht überflüssig fühlen oder ertappt fühlen, dass sie sich vielleicht falsch verhalten haben, ja, ist etwas, was sehr tief geht. Das Thema Feminismus geht wirklich an den Kern einer Identität. Und das ist ein Problem. Es geht sogar an den Kern der Gesellschaft und es macht sogar den Kern der Gesellschaft kaputt, finde ich. Also wenn man solche Allgemeinplätze hier hört und über Macht und solche Dinge redet, da muss man auch mal konkrete Beispiele nennen können. Ich finde das wirklich furchtbar, dass das wirklich so in der Luft hängt und total willkürlich behauptet werden kann, wir würden irgendwie jemanden unterdrücken oder so. Ich kenne keinen, der das macht und ich mache das nicht und ich habe das auch nicht so gelernt, dass überhaupt Partnerschaft oder so was mit Macht oder sonst was zu tun haben kann, finde ich komplett aus der Welt und das kann die Frau Schramm sich nur angelernt haben über irgendwelche Statistiken oder sowas. Kann ich mir nicht anders vorstellen, finde ich auf jeden Fall ganz schön abwegig. Okay, als nächstes waren sie dann im Park irgendwie und haben eine kleine Reportage gemacht darüber, oder ja, was, wie die Paare das denn wirklich halten. Also haben ein paar Pärchen gefragt und ja, dann festgestellt, dass das doch eben relativ konservativ gehandhabt wird, eben häufig einfach aus praktischen Gründen, ne? Da brauche ich hier sicher nicht weiter erklären. Dass, wenn man wahnsinnig zwei Kinder zu Hause hat, und meint, man müsste dann die ganze Zeit zu Hause sein, auch dass das häufiger die Frau ist, weil die häufiger einen Job entweder wieder bekommen kann, einfacher in der Nähe, oder eben möglicherweise weniger verdient. Und das hat eben keine strukturellen Gründe, häufig in der Machtgeschichte oder so ein Scheiß, sondern das liegt an der Arbeit in der Regel selber, die meistens schwerer, anstrengender oder sonst irgendwas ist. Aber da will ich jetzt nicht drauf rumreiten, sondern es geht hier um die Pärchen und ja, und warum die sozusagen die Augen verschließen vor dem Feminismus, davon jetzt sozusagen in ihrer Situation nichts hören wollen, nicht, das nicht gebrauchen können. Es ist ja was, womit sich wahrscheinlich auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen identifizieren können und sagen können, warum ist das denn jetzt schlimm und warum regt sich jetzt diese Tante ja, der eigentlich auch und so, das ist doch total überflüssig, aber es sind halt genau diese kleinen, subtilen Strukturen, die dazu führen. Aber was hast du daran auszusetzen, wenn man jetzt sagen würde, hey, wir sind schon, wie das weitergeht, ja? Also er ist der Mann, der Handwerker, er tut Dinge und er verdient das Geld. Er tut Dinge. Ja, Männer tun manchmal Dinge. Sie labert nur drüber, sagen wir. Und er verdient das Geld, ja, mag sein, aber das ist eben aufgrund dieser Natursituation, natürlichen Situation sozusagen, dass viele Frauen eben ihr Kind nähren wollen, ist schon häufig der Fall und ja, dazu kommt ja auch das Bedürfnis, beziehungsweise, dass man sich da offensichtlich irgendwie so einrichtet als Hausfrau oder so und dann einfach mal 20 Jahre die Augen verschließt vor Feminismus und angeblicher Unterdrückung. Also als Arbeitstier, als Ernährer herhalten zu müssen, ist jetzt auch nicht unbedingt so der Spaß. Ich weiß nicht, also zu Hause auf die Kinder aufpassen ist eine Sache, beziehungsweise da den Haushalt zu schmeißen. Aber Karriere zu schmeißen ist eben auch eine andere und die hat, das habe ich schon mal erwähnt, hat eben auch was damit zu tun, dass man sich den Sinn im Leben ein bisschen einfacher machen kann mit Kindern. Also wenn man Kinder geboren hat, dann hat man den Sinn im Leben vor seinen Augen, den Sinn seines Lebens vor Augen. Wenn man aber den nicht vor Augen hat, sondern jetzt am Arbeiten ist,
dann muss man da auch ein Stück Sinn finden. Und das ist nicht so einfach. Sicher meiner Meinung nach mit ein Grund, warum Frauen auch dann gerne mal zu Hause bleiben, obwohl man auch diskutieren kann, ob das nicht eher auch sinnvoll ist für Kinder. Ne? Okay, genug geschwafelt. Die Frau Schramm hält das aber alles für Machtstrukturen, die ja sozusagen eingeübt sind, kulturell eingepflanzt und denen die Leute sich gerne entledigen würden, aber es nicht können. Ja, und man hat aber den Eindruck eher bei diesem Bericht, dass die Leute das eben freiwillig machen. Ne? So, und das ist mein Problem dabei. Also, ja, sie hat damit ein Problem, aber die Leute haben doch kein Problem damit. Ja, das halte ich für ein Gerücht, aber da möchte ich nur mal ein Beispiel nennen. Es ist ja zum Beispiel so, dass bei geschiedenen Pärchen, und immerhin lassen sich 50% der Ehepaare wieder scheiden, dass wenn da Kinder sind, dass die Männer häufig dafür aufkommen müssen finanziell, während die Frauen die Kinder eben betreuen. Und dieses finanzielle Aufkommen, ja, für zwei Kinder, was weiß ich, 500 Euro oder sowas im Schnitt, das wird dem Einkommen des Mannes nicht abgezogen in der Statistik. Ja, die Statistik sagt, das ist sein Einkommen und das wird ihm zugeschrieben. Er muss aber 500 Euro überweisen. Ja, er hat jetzt 1.800 Euro Einkommen, überweist 500 Euro für die Kinder und hat dann eben noch 1.300, werden 7.000 verdient und 500 Euro für die Kinder bekommt und 1.500 hat sicher hat's für die Kinder auch Kosten. Es sind ja eben auch Kinderkosten. Aber es stellt sich eben so dar, dass die finanziellen Mittel bei den Frauen sind, während die Statistik das so ausweist, als wären die finanziellen Mittel bei den Männern. Und das ist natürlich ein bisschen unfair. Und solche Beispiele gibt es mehrere. Das nur mal so am Rande, von wegen Altersarmut. Aber da gibt es auch noch ein paar lustige andere Beispiele aus dem Bundestag, wo sie eben wie die ganzen 40 Berufsjahre zusammenrechnen und dann auf 200.000 Euro Unterschied kommen und 40% Rentenunterschied. Ich weiß nicht, wenn man das wirklich so ernst nimmt, dann muss man mal fragen, wie das denn ausgeglichen werden soll. Auf gerechte Art kann das nicht sein. Also, dass Frauen plötzlich 40% mehr Stundenlohn bekommen sollen, das kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Okay, machen wir hier weiter im Text. Eva, was ist deine Auffassung zu Feminismus? Wie viel braucht es davon noch? Oder wie feministisch bist du? Ich glaube, ich hatte einmal so ein Schlüsselerlebnis, als ich an die Uni kam. Da gab es so eine feministische Hochschulgruppe, die hatten da so einen Stand. Und ich bin dahin, weil die sah auch ganz nett aus. Und dann haben mir so Sachen erzählt wie, ich dürfte ja bitte auch auf einem Bewerbungsfoto nicht lachen, weil dann bin ich nicht ernst genommen und so. Und das war für mich so, what the fuck, was wollt ihr von mir? Vielleicht bin ich dann auch einfach... Ja, das sind eben die komischen Vorstellungen. Ne? So egoistisch, dass ich sage, okay, ich kriege das für mich schon irgendwie gebacken. Da muss ich jetzt nicht in einem größeren Verein dafür kämpfen. Das ist ja eine total privilegierte Position. Was ist das jetzt privilegiert? Wenn sie sich sozusagen ja, um sich selber kümmert, also das ist doch nicht privilegiert. Privilegiert ist doch, wenn sich jemand anders um einen kümmert, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, respektive der Feminismus, die feministische Vereinigung, die sich dann um alle kümmert. Wenn ich jetzt auch sage, dass ja, auch das ist erstmal nicht privilegiert, das ist erstmal nur finanziell gut ausgestattet. Ja, aus der man natürlich leicht sagen kann, Gleichberechtigung ist schon da, aber so solidarisch sollte... Ach so, wenn man eine Putzfrau hat, ist Gleichberechtigung da, was ist das denn? Soll man dann schon sein, dass man auch für die Rechte von denen einsteht, die sie vielleicht noch nicht so haben, die aufgrund von Finanzen, die einfach auch prekarisiert sind. Ja, da wird ja noch ein bisschen schlechtes Gewissen einredet, ne? So solidarisch sollte man schon sein. Ich bin ein bisschen sprachlos. Also, sie macht da wirklich Vorwürfe, ist in Teilzeit, als wenn das nicht auch ein bisschen Absicht wäre. Ja, es ist doch aber auch Absicht. Also, ihr lasst euch doch einreden, ihr werdet schlechte Mütter, wenn ihr es nicht macht. Das ist doch das Problem. Lieben, gerne hätte ich da mal was von übernommen, aber nein. Man kriegt überall nur und Frauen müssen überall zeigen, wie das geht und so ein Scheiß. Aber dann wird sich beklagt.
Erst wird die Scheiße genommen und sich die ganze, ja, wie soll man sagen, man hält sich die Pflichten auf und kommt mit der Verantwortung nicht klar. So sieht's aus. Ja, geh doch nachts alleine nach Hause. Ja, alle werden nach ihrem Aussehen beurteilt. Jeder wird nach seinem Aussehen beurteilt. Ja, das hätte ich auch gerne, dass das weg ist, dass das aufhört. Aber ich kenne das nur, dass Weiber anfassen. Ich habe selten, gibt's, wenn die Typen besoffen sind, dann grapschen die auch. Aber das hat stark nachgelassen und grapschen tun die Weiber. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Es ist ihr nie passiert. Sieh mal an. Ja, das böse Patriarchat macht das eben. Ja, um das auch nochmal eben aufzuklären, also patriarchalen Gesellschaftsunüberfälle. Überfallen werden Männer und Frauen gleichermaßen, glaube ich, beziehungsweise Männer auf Straße häufiger. Und die Aussage, dass Männer da nichts zu befürchten hätten, außer dass ihnen ein Telefon geklaut wird, wie ich das in einem anderen Video gehört habe, die ist lächerlich. Also, das ist eher so, dass Frauen mehr Angst haben. Und wenn sie sich, sagen wir mal, nicht unbedingt mit kurzen Rock kleiden, dann laufen sie da auch nicht unbedingt Gefahr, vergewaltigt zu werden oder so. Das ist doch recht selten. Vergewaltigungen finden eher innerhalb der Familien statt, ne? Auf was kommt das denn an? So, ja, da hätte ich jetzt auch gelacht. Ja, wie denn? Mit Tür aufhalten oder was? Was? Das sind ja nicht alle. Der hat die andere auch in meinem Video so einen Spruch zugemacht. Wenn derjenige, der mir die Tür aufhält, glaubt, er könnte heute Abend deswegen mit mir wilden Sex haben, dann lieber nicht oder so. Ich spinnen die oder was? Immer lass dir da die Tür aufhalten. Ja, ist lustig, aber doof, ne? Doof lustig ist das. Okay, seht ihr hier, diese Eva, die eben nicht dran geglaubt hat, wird jetzt mal hier von so einer Rapperin aufgeklärt, wie schlimm das ist mit dem alltäglichen Sexismus. Darf sie keine Jacke tragen oder hat sie keine Jacke an? Ihre Vermutung. Ich glaube nicht, dass das Sakko aussagt, dass er mehr Geld verdient hat und eine höhere Position hat. Die Kleidung sagt vor allen Dingen aus, dass sie sich etwas freier kleiden darf als er. Und die Männer sind da eher uniformiert. Das sieht sie aber nicht. Sie glaubt, das wäre eine höhere Position. Die bei der Bank oder bei der Postbank, die sehen alles so aus. Ja, 23% weniger Lohn ist auch eine üble Lüge. Aber man kann ja einfach weiter behaupten. Ne? Man kann einfach weiter behaupten, dann hat man auch was zu kämpfen und hat man was zu tun und dann wird es auch nicht langweilig im Alltag. Ja, aber deine Interpretation ist auch falsch. Ja, eine andere, als du da rein interpretierst. Ja, finde ich jedenfalls. Bei mir kommt da was anderes an. Ja, so richtig überzeugt ist er aber noch nicht. Guck mal, dass dein Mitarbeiterkollege nicht mehr verdient als du. Das ist nämlich genau das, um was es geht. Verdient der Kollege neben mir wirklich mehr als ich? Welche Frau hat das denn? Das möchte ich wirklich gerne sehen. Und wenn sie das hat, dann ist sie entweder in einem Beruf oder in einer Stellung, wo sie ihren Lohn selbst aushandelt, oder sie ist freiberuflich selbstständig oder selbstständig tätig. Und da hat man nun mal unabhängige, ja, oder hat man nun mal von der Auftragslage abhängige Löhne, wenn man sich nicht in der Lage ist, da monatliche Sachen auszuzahlen. Und dass da Männer meinetwegen mehr verdienen, das hat sicher andere Gründe als Benachteiligung. Armut gibt es aber bei Männern, kannst du dich auch drum kümmern.
Das ist auch nicht gerecht, was du da machst, ist ja viel gerechter. Weil Feministin ist, also so bis zum Türaufhalten. Ich gehe halt einfach durch, wenn mir einer die Tür aufhält. Ja, natürlich. Und denk da nicht lange drüber nach, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ja, sie glaubt immer. Wir anerkennen müssen, dass das Geschlecht oder das Gender oder das soziale Geschlecht ein Machtfaktor ist. Ja, totaler Bullshit. Wie kommt man denn darauf? Und das war noch nicht mal früher so, da war die Arbeitsteilung nur anders und nicht die wirkliche Rechte anders. Also ich habe das nicht so empfunden, dass Frauen mehr Rechte brauchen, sondern nachvollziehen können, dass man die Arbeitsteilung ändern möchte. Und dass wir den ausgleichen müssen, dass unsere Gesellschaft danach aufgebaut ist und dass wir das ausgleichen müssen, indem wir die Orte, wo Verantwortung übernommen wird für die Gesellschaft, wo Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen werden, paritätisch besetzen. Das heißt also, gleicht es aus, indem ihr euch engagiert. Ja? Und ich denke, das wird auch schwierig, das auszugleichen, weil immer noch ein Teil der Frauen eben sich auf diese Hausfrauenrolle zurückziehen möchte. Und somit fehlt schon ganz einfach irgendwie ein Prozentsatz. Sagen wir mal, wenn das 30% der Frauen machen, sind insgesamt halt auch nur allerhöchstens 40% der Plätze mit Frauen besetzbar oder so. Oder vielleicht habe ich jetzt auch falsch gerechnet, aber auf jeden Fall ist schon klar, was ich meine. Wenn nicht alle Frauen mitspielen, dann kann es auch kein 50-50 geben, sozusagen. Weil es tatsächlich so ist, dass Frauen eben auch eine andere Perspektive haben. Es ist kein Quotenfrau, kein negatives Label. Nein, ich meine, Männer haben ja auch Peniskompetenz. Ja, also, was ist denn die Peniskompetenz? Naja, im Sinne von, sie haben einen Penis, deswegen scheinen sie in manchen Köpfen kompetenter zu sein. Ja, das ist eine totale Unverschämtheit, die Aussage. Ich hoffe das gar nicht, wie sie auf sowas kommt. Aber da kann man nur sehen, was sie sich für einen Unsinn da gegenseitig reinlabern immer wieder. Ja, ist annähernd eine Frechheit, diese Aussage. Ne? Eine Frau wie du brauchst dich doch nicht wundern, wenn sie abgelehnt wird, wenn sie so eine hasserfüllte Sprache an den Tag legt, so ein hasserfülltes Verhalten und sagen wir mal so negativ rüberkommt halt einfach, ne? So unversöhnlich eben. Er ist doch nicht sympathisch, das ist doch total unverschämt. Also, weil würde ich zum Beispiel nicht haben wollen als Mitarbeiterin oder so. So eine unverschämte Perle. Ne? Und das ist scheißegal, ob das ein unverschämter Typ ist oder eine Perle. Also es ist einfach unverschämt, solche Behauptungen aufzustellen, dass man irgendwie Peniskompetenzen befürworten oder bevorzugen würde. Das ist absolut eine Frechheit. Ja, und das ist auch noch echt übel rassistisch obendrauf. Ne? Das ist echt rassistisch obendrauf und das kommt alles aus Amerika. Das ganze Gequatsche von Check Your Privilege und so weiter und den alten weißen Männern, das kommt aus Amerika und das kommt bestimmt aus irgendwelchen Thinktanks, die versuchen, wie soll ich sagen, die Idioten noch mehr Schwachsinn labern zu lassen. Und Frauen haben eine Größe? Also ich finde es auch ein starkes Stück, dass man sich rafft, dass das rassistisch ist. Das ist unfassbar. Okay, ja, jetzt bin ich kurz gestört worden, aber ich weiß noch, dass ich noch sagen wollte, dass man eben sieht, dass es auch andere Gründe gibt, Menschen abzulehnen, außer dem, was sie eben zwischen den Beinen haben, beziehungsweise was sie so privat im Bett machen. Das interessiert mich nämlich normalerweise nicht. Also, ich finde, Julia Schramm hat sich hier ziemlich geoutet, beziehungsweise disqualifiziert mit ihren Aussagen. Und da kommen noch ein paar von. Die Quote ist jetzt eine Gegenmaßnahme gegen die Macht der alten weißen Männer. Und wenn das so rassistisch motiviert ist, ist die Quote vielleicht auch rassistisch oder so, stelle ich mal in den Raum. So, weil sonst haben wir die Orte, wo Macht ausgeübt wird, besetzt mit alten weißen Männern. Ja, wenn die ihre Arbeit gut machen, ist ja eigentlich prinzipiell nichts gegen zu sagen, oder? Und Frauen haben eine größere Scheu zu sagen, ich mag dich nicht. Aber ich möchte mit dir Geschäfte machen. Ich finde dich furchtbar, aber ich mache trotzdem Geschäfte mit dir. Das ist bei Männern viel, viel üblicher. Also würde ich nie auf die Idee kommen, sowas zu sagen zu jemand. Also wenn ich den nicht mögen würde und ich wollte Geschäfte mit ihm machen, würde ich ihm das nicht sagen. Und der würde mich auch nicht normalerweise nicht danach fragen.
weil er weiß ja, dass er gute Geschäfte mit mir macht und da braucht man da auch nicht drüber reden. Also sich zu sagen, dass man sich nicht mag und trotzdem Geschäfte miteinander machen möchte, das ist Blödsinn. Weiß er, ich brauche das nicht. Und dann sind andere Frauen natürlich eine ganz andere Konkurrenz, wenn man sowieso schon keine Fehler machen darf, wenn man eh schon als Frau mal 150. Ja, die Frage war jetzt nach der Stutenbissigkeit. Das heißt, wie stark die Konkurrenz unter den Frauen ist. Und sie sagt jetzt, wenn die Plätze schon rar sind, wenn man schon wenig Chancen hat, sozusagen einen guten Job zu kriegen, dass man eben auch den Konkurrenzgedanken stärker verinnerlicht hat. Und ja, hört es euch Ich an. mache trotzdem Geschäfte mit dir. Das ist bei Männern viel, viel üblicher. Und Nicht. dann sind andere Frauen natürlich eine ganz andere Konkurrenz, wenn man sowieso schon keine Fehler machen darf, wenn man eh schon als Frau mal 150% geben muss. 150% geben muss, immer. Ja, ohne Kommentar. Das ist ein Problem. Wo würdest du sagen, hey Frauen, das müsst ihr jetzt ändern, damit im Feminismus was vorangeht? Auf private oder auch auf politischer Ja, Ebene? einfach Frauensolidarität. So, und nicht irgendwelche komischen Männer dazwischen kommen lassen. Das nochmal als klare Botschaft an alle Feministen, ne? Also die mit dem EN hinten, ohne in IN. Also die Männer, ne? Ah, da habe ich nochmal einen speziellen im Visier. So, weil wenn Männer irgendwie, ja, Männer finden dann doch immer wieder zueinander. Ja, im Gegenteil, ne? In Wirklichkeit ist es ja so, dass alle darauf achten, dass Frauen behütet und geschützt sind. Da achten Männer drauf und da achten auch Frauen drauf. Und dass Männer zusammenfinden würden, konglomeratisch oder wie auch immer, konspirativ, um dann eben entsprechend zusammenzuarbeiten, womöglich auch noch gegen die Frauen. Das ist ein Hirngespinst, ein Märchen. Ja, sie labert jetzt von irgendwie der Experte von ihrem Typen oder sowas und sie übt sich da in so Dings, in so einem Verhalten. Das wird jetzt hier gutiert von der Frau Schramm. Darum geht's. Und das meine ich mit Frauensolidarität. Also Und mit kein den Mann. Echsen von meinem Freund solidarisch sein. Genau, gute Frage. Also, sie hat doch diese Geschichte von der Blondine gesagt, dass das Frauensolidarität wäre. Und die junge Frau in der Mitte fragt jetzt eben nochmal nach, ob das wirklich Frauensolidarität ist, wenn man jetzt nicht auf die Ex-Freundin des aktuellen Freundes schimpft oder so. Nein, aber wenn der Typ fremd geht, Ein Vögel, wollte so sagen, ne? nicht die Frau, mit der er fremd gegangen ist, hassen, sondern den Typen. Ja. Ja, den Typen hassen. Also für Fremdgehen jemanden hassen ist auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, klar gehört sich das nicht in der Beziehung oder so. Und natürlich ist er auch derjenige, der anzuklagen ist dann in so einem Fall und nicht die Frau. Aber klassischerweise, sagen wir mal, wird dann im Flagranti-Fall, also wenn jetzt meinetwegen der Gatte nach Hause kommt und sie liegt da mit dem Liebhaber im Bett, dann schießt er beide Ende Gelände. Na, jetzt hat sie es so langsam, glaubt Von sie. Männern ausspielen lassen gegeneinander. Und auch, also Frauen. Was? Sich nicht von Männern ausspielen lassen gegeneinander. Boah. Also sie sieht überall Feinde, ne? Speziell wenn sie irgendwie Haare im Gesicht haben oder so. Ausspielen gegeneinander, also ich glaube, das ist doch irgendwie Kinderkram. Das hört doch spätestens mit 25 auf, oder? Und auch, also Frauensolidarität wirklich leben und auch mal sagen, hey, ich mag dich nicht, ich finde dich doof, aber weißt du was, lass zusammenarbeiten, das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir uns davon abhängig machen, von alten weißen Männern Geld zu kriegen. Prinzipiell ist ja okay zu sagen, lass uns zusammenarbeiten, egal wie wir uns finden. Und das würde ich prinzipiell auch ganz gerne vielleicht zu den Feministinnen sagen. Aber doch nicht, wenn ich so eine rassistische Scheiße hier abkriege. Also Rassismus gibt es ja nun mal auf viele Arten und sie zeigt hier ein deutliches Beispiel. Ich gebe mal noch ein kleines anderes. Ich habe auf einer Party mit einem Dunkelhäutigen gequatscht ein bisschen und ach, irgendwann kam er auf die Frage, ob ich nicht auch der Meinung wäre, dass ja Schwarze musikalischer wären oder besser tanzen könnten oder sowas. Und ich habe mich aber nicht in diese rassistische Falle locken lassen. Und habe gesagt, ach ja, vielleicht weiß ich auch nicht, wenn du meinst oder so. Ne? Also hat mich da nicht geäußert. Ich war zwar mir in dem Moment auch nicht richtig bewusst, dass es eine Falle sein sollte oder hätte eine sein können, aber ich habe es eben auch nicht rassistisch beantwortet. Also
Man muss auch ein bisschen aufpassen, was man für einen Unsinn übernimmt irgendwo. Und passt hier überhaupt nicht auf. Da wird einfach ziemlich unkritisch von den amerikanischen Feministinnen einfach alles übernommen. Ob es die alten weißen sind, Männer sind oder die Privileges oder sonst irgendwas. Zusammenarbeiten ist auf jeden Fall besser, als wenn wir uns davon abhängen. Klar ist es aber besser, aber möchte ich mit jemandem zusammenarbeiten? Möchte ich mit dir zusammenarbeiten, wenn ich ein alter weißer Mann bin? Was soll denn das? Natürlich nicht. Ja, weil du lehnst mich ab und im Zweifelsfall muss ich ja damit rechnen, dass du mich immer leisten ziehst, weil du mich nicht leiden kannst und glaubst, ich bin der üble Machtausüber. Also, wie gesagt, es gibt Gründe auch abzulehnen, die nicht mit dem Geschlecht zusammenhängen. Nicht machen, von alten weißen Männern Geld zu kriegen. Ja. Rassistische Scheiße, ehrlich, ey. Ich merke, ich raff das nicht. Wie kann man das nicht merken? Ja, kommt noch was oder was ist das jetzt? Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt hier so ein längeres Video habe. Da kam auf jeden Fall auch nichts mehr. Uns davon abhängig machen, von alten weißen Männern Geld zu kriegen. Ja, wie gesagt, das war dann doch der letzte Satz in der Sendung. Hieß, die Braut ins Haut ins Auge. Wie gleichberechtigt sind wir wirklich klubkonkret. Und es war alles verdammt unkonkret, was die Frau hier, die für die feministische Sache da kämpft, von sich gegeben hat. Was genau ist, was ich eben auch in dem anderen Videokommentar schon beschrieben habe. Die Frau, die Seifert hieß sie, die machte sich, die packte einfach rein in Feminismus sozusagen, was er meinte, wo sie Lust drauf hatte. Das wäre angebracht und die Frau Schramme packt hier ein bisschen Rassismus mit rein. Ich habe den Eindruck, sie gehört eben zu der Gruppe derjenigen, die schlicht und einfach davon leben, dass Gender-Arbeitsplätze bezahlt werden. Und ja, die Essenz daraus eben, dass so mit Hass um sich geworfen wird und mit rassistischen Äußerungen, weil einem nichts Besseres einfällt, weil man keine wirklichen Benachteiligungen bzw. keine wirklichen, ja, weil man keine wirklichen Vorgänge benennen kann, wo die Benachteiligung angeblich durch die Gruppe der Männer ausgeführt wird. Ich denke schon, dass es irgendwie Gruppen gibt, die Benachteiligungen gegenüber anderen ausführen. Also macht sich nicht eben am Geschlecht unbedingt fest oder an dem, was die Leute zu Hause in ihren Betten machen. Ja, mehr zu dem Thema kommt mit Sicherheit. Mir geht es nämlich fett auf den Sack und ich finde, wir sollten was dagegen tun. Beteiligt euch. Vielleicht mal erstmal mit einem Abo oder so, aber prinzipiell kann man da nur sagen, es wird Zeit, dass was dagegen gemacht wird. Danke fürs Zuhören. Tschüss.